Oh nein. Da habe ich immer gesehen. Den Cooldown. Alter, ich bin doch in der Antwort, Leute. Was ist da los? Day war es nicht, den habe ich sogar gesehen. Gleiche Sache macht wie ich. Also wirklich, der ist mit mir am Anfang nach rechts gelaufen und hat diese komische Sache gemacht. Jeder kann doch jemanden confirmen, oder? Also ich kann Dadosh und Kalle confirmen, die sind mit mir zusammen runtergelaufen. Dalu, hast du Sven gekillt? Nein, ich bin einer der Letzten, der aus dem Dropship gekommen ist. Ich versuche mich kurz zu halten. Wo ist denn Sven? Sven liegt über den Kameraraum. Okay, das heißt, du warst es selber. Peter kann ich ebenso decken. So, kann ich sagen. Ich kann Jay decken. Ich Peter habe nicht gesehen. Ist Ray auch bei uns, Jay? Ich glaube, ja, keine Ahnung, Mann. Ich doch, Ne, Jay war schon da. Ich bin dahin. Also es ist halt diese Antenne, wo man quasi dieses Labyrinth lösen muss, quasi. Guck mal, ich glaube, Dadosh ist es der. Genau, irgendjemand stand an der Antenne. Nee, zwei Leute. Ich hab das Raum, hier die Navigation gemacht, wollte ich gerade sagen, das Raumschiff gesteuert, glaube ich. Dadosh, wieso ist es Dadosh? Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich's endlich mal nicht war. Ich halte noch geheim, falls ich tot bin, dass ich ihn nicht confirmen kann. Mike, Kalle und meine Wenigkeit können sich decken. Ja, was Mike? Wir standen gerade alle drei an der Antenne, so, oder? Das ist so ärgerlich, Nils, dass man jetzt schon weiß, wer es ist. Ja, wie immer, in jeder Runde, Jay, bin ich alleine unterwegs. Der alleine weg ist, wenn alles sich gegenseitig decken können, außer ja, Maxi kann sich ja auch selber nicht decken. Also Maxi, nee, ich bin gerade an euch dreien an der Antenne vorbeigelaufen und bin da reingegangen, ja. Okay, also Maxi oder Nils, alles klar. Aber du hast doch gesagt, er liegt über Security, oder habe ich jetzt falsch zugehört? Nein, über den Kameraraum. Ist das Security? Das ist Security. Ist. Aber du hast doch gesagt, du bist rechts vorbeigelaufen. Das kann ja dann gar nicht stimmen. Nein. Hä? Was? Ich bin an euch vorbeigelaufen, habe ich gesagt. Mir nicht. Ich hab keine Ahnung. Wir stehen doch rechts und nicht links. Der Kameraraum ist doch links. Nein, aber links sind irgendwelche Leute auch an der Tinte. Deswegen. Da waren auch zwei Leute. Ich glaube, Ray ist es. Zwischendurch einfach mal reinwerfen. Nee, ich bin doch bei. Na, egal. Ich war doch. Wir lassen nie Kalle reden, ey. Ja, ich muss auf jeden Fall. Aufgaben kann ich trotzdem machen, ne? Ja, genau. Okay. Oh, das wäre ein mega Kill geworden. Direkt drinne, der Mega geworden. Fuck. Ich weiß nicht, wo die Aufgaben sind. Ich bin am Arsch. Oh. Ist Pink tot? Ah, shit. Genau den habe ich noch gesehen. Also Dalu ist davon weggelaufen. Von Lightfix und hat es ja nicht gefixt, offensichtlich. Und noch jemand hat gerade den Kill gemacht, also vor meinen Augen, ich habe jetzt nur noch Türkis gesehen, aber Türkis ist ja der tot ist. Okay, das heißt, also ich bin nicht von Light weggegangen, weil ich noch nicht dran stand. Ich habe gesehen, dass da drei Leute auf dem Haufen stehen und habe mir gedacht, jupp, da stirbt jetzt einer und was passiert? Welche drei Leute waren das? Da ist aber keiner gestorben. Also natürlich ist da einer Moment, gestorben. Ich weiß die ganze Zeit, dass Maxi bei mir war. Ich habe die erste Tür aufgemacht und dann die zweite Tür aufgemacht. Genau. Und dann war ich am Fixen gerade vom Licht. Kam, stand ich wo ist der Kill dran. Denn gemacht genau worden? Auf dem direkt am Light. Ich habe es gerade gesehen, wie das Blut spritzt. Ich habe es nicht mal gesehen. Sieht man halt nicht, wenn man den Lichtschalter anhat. Aber man weiß, wer es war. Okay, wer stand am Licht also? Maxi, Jay und Dadosh oder was? Maxi, Jay und Ray. Ja? Nee, ich bin gerade erst hingegangen. Ja, Dadosh muss quasi auch dran gestanden haben, weil der Dadosh stand auch. Ja, und Dadosh. Und den habe ich noch lebe. Ja, aber wenn Jay confirmen kann, dass es Maxi, also ihr beide da wart. Also Maxi war die ganze Zeit bei mir, der hätte mich aber schon viel früher killen können, deswegen bin ich gerade verwundert. Ja, und dann denke, Ray, du kannst mich gerne wieder verdächtigen. Ich möchte mich auch kurz halten. Nein. Ich bin extra nicht in den Stack gerannt, weil ich wusste, dass es passiert, wusste, dass der Killer dabei steht. Ich kannte ihn ja schon in der letzten Runde. Ja, dann ist es Maxi, würde ich jetzt vermuten. Ja, muss ja. Wieso bin ich das denn jetzt? Ja, voten wir. Aber unabhängig. Weil ich vote Maxi. Gerade. Ja, oder Jay. Was Ray oder Jay? Ich vote Maxi. Ich schreibe jetzt nur noch im Chat. Ich schreibe oben nur noch im Chat. Warum ich? Das nein, Ray. Ja, was denn? Du warst gerade mit Nils zusammen verdächtig. Und jetzt bist du halt. Ich bin nicht mir gesagt, dass Dadosh und ich. Okay. Okay. Wir sorgen einfach mal ein bisschen für Verwirrung, weil wenn Dalukart irgendwann verwirrt, Dalu ist halt immer so eine große treibende Kraft.
verfolge ihn jetzt einfach. Kalle ist hinter mir hergelaufen, bitte. Der ist übelst hundertprozentig für mich jetzt verdächtig. Ich bin sehr froh, dass du gerade den Emergency-Kack gedrückt hast. Wer? Ich hab den Anfang nicht Kalle. Ja, lass mal das von gerade Kalle wollte mich gerade umbringen. Weißt du doch gar nicht. Alter, was laberst also du für ein Müll, der ist an mir vorbeigelaufen, dreht um und rennt die ganze Zeit hinter mir her. Ja, ich natürlich. Bin die ganze Zeit ich sehe ja, das ganze Spiel niemanden. Du kamst gerade von oben rechts und bist direkt umgedreht. Okay, also an denjenigen, der gerade was Verdächtiges gemacht hat. Wir vergessen das für die Runde. Ja, du bringst mich auch in der nächsten Runde nicht um. Den ersten Mord hat sehr wahrscheinlich Maxi gemacht und er hat sich leider verhaspelt mit, er ist an drei Leuten, die an der Entfernung standen, ja, genau. Vorbeigelaufen. Stand das habe ich ja auch gesagt. Ich stand nicht bei euch. Ich ja, habe mit Kalle zusammen, welcher ein Wunder. Nicht uns drei, das stimmt, dass du uns drei nicht erwähnt hast, aber du hast gesagt, da standen auch mehrere Leute an der Antenne und die blieben nicht mehr über, weil Ray, Peter, Jay waren oben rechts. Nein, er meint schon die richtigen. Kalle ja. Und ich standen an der Antenne und dadurch ist er vorbeigelaufen. Das kann schon sein. Okay, aber unabhängig davon hat Maxi den Stackkill am Licht. Gebt Kalle jetzt mal bitte ein bisschen Screentime und Redezeit. Ich will jetzt wissen, warum der plötzlich umgedreht ist und hinter mir hergerannt ist. Alter, weil du die erste Person bist in diesem Spiel heute, die ich sehe. Und ich wollte einfach mal wissen. Was du so, es ist kein Scherz. Du wirst es am Ende sehen. Bitte, Jay, okay, das pass ist auf. Nicht dein du kannst, Ernst. Pass mal auf, Jay. Ihr könnt mich jetzt gerne rausholen, ist alles cool für mich. Aber nee, bitte merkt dir, am Ende bin ich Crewmate und du wirst dich bei mir entschuldigen. Und wenn du es nicht machst, dann bin ich aus dem Maul. Nils, was hast du die Runde gemacht? Ich bin dir hinterhergelaufen. Ich weiß. Du stinkst für mich immer nach Fisch, ich muss das konfirmen. Ich will nicht in der Nähe von Kalle also und Maxi. Ich bin extra Licht nach links und Jay, ich will die ganze Zeit bei dir bleiben, Jay. Ich werde nur noch bei dir bleiben. Ich und Maxi. Okay, Maxi und Nils sind es. Ich will nicht mehr bei Kalle sein. Jay, ich werde jetzt die ganze Zeit bei dir sein, ob du willst und nicht. Ich will nicht. Es ist Maxi. Maxi oder Jay waren das gerade am Licht. Also muss es Maxi. Oh, okay. Maxi votet immer mich, warum? Das gibt gar keinen Sinn. Deckel. Alter, ey, das wird so eine stressige Folge jetzt. Ich glaube, so kann man auch sehr gut ablenken. Aber wie wir jetzt zu viert laufen. What the fuck? Alarm. Alter, könnt ihr mal chillen? Es leben noch acht Leute. Was ist denn los? Wie soll ich denn auch wen killen, wenn ihr mir die ganze Zeit hinterher rennt? Ich renne jetzt nur noch Dalu und Dizzy hinterher, weil Kalle mir hinterher rennt. Ist so, ist so. Und das ist jetzt meine Sache. Ich weiß, bei acht Leuten. Ey, da sind wir jetzt safe. Bei acht Leuten wohnt man eigentlich nicht. Doch bei acht Leuten hast du eine Tombola. Aber den Kill am Electrical rein theoretisch können nur drei Leute gemacht haben an dadurch. Entweder ich selbst, weil ich gerade dazugekommen bin, direkt den Kill und den Report auf einmal gemacht habe. Ja, ich weiß, okay, also es gab schon mal Runden, wo ich das gemacht habe. Nee, halt. Oder Verteidigung. Oder es sind ja drei Leute. Oder es ist Jay, der schon bereits am Licht war, oder Maxi, der bereits am ich Licht war. Ich bin mit Jay und ich sind gleichzeitig beim Licht angekommen. Aber ich glaube halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube halt Jay gerade irgendwie mehr. Und dann also kann ich erzeugen, dass glaub, die beiden schon da ich glaub, sind. Ich glaube Jay auch. Ich sag euch, aber Maxi hat was aus der Tasche gezogen. Was denn? Ein Messer. Ein Bonbon. Wir wissen doch schon die Lösung, aber wir haben doch gerade so viel Spaß. Egal, ich wollte nochmal Maxi. Jay, hör auf zu weinen, ganz ehrlich. Nein, ich bin's nicht. Sonst würde ich nicht darauf beharren jetzt. Mann, ey. Ich weiß, dass die Spandauer gerne hinter den Gießnern hinterherlaufen. Jay. Am Rockzipfel naschen. Oh, 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 oh. Was soll das jetzt? Ist das denn Front aus welcher Runde? Ja. Wenn wir Pech haben, fliegt jetzt wer. Okay. Jetzt wollen wir auch nicht. Ja, natürlich. Also, es ist Peter, ich höre noch meine Worte. Was ist falsch mit euch? Beste Runde ever. Wo ist Dalukat, mein Schatz? Hier. Yes. Oh, das schweine ich! Oh! Dalu, ey, du Sau! Das Ding ist halt, hier kann ich keinen Kill machen. Okay. Okay, dann bin ich schon mal fein raus. So, also ich möchte jetzt mal. Jetzt rede ich mal als erstes. Ganz wichtig, es können weder Jay noch Dizzy sein, weil die ganze Zeit bei mir unten in diesem komischen Raum da waren. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ganz unrecht. Korrekt.
Ja. So, yes. So, mehr habe ich nicht zu sagen. Bevor jetzt Jay wieder rumweint, ich bin in Lights reingelaufen, habe dort das Licht gefixt. Während ich das gemacht habe, sind die Türen zugegangen. Ich musste also zum Rausgehen die Tür wieder fixen und vor der Tür beim Rausgehen lag dann Ray. Ich war, glaube ich, auch der Einzige, der zu Electrical gegangen ist, außer dem Mörder. Das heißt, wenn Jay und Kalle sich konfirmen und Nils, muss aufzuklären sein, wo Peter, Maxi und Dalu waren. Also, da du. Ich jetzt die anderen und drei du. Verfolger, die ich hatte, ich verlassen konnte, hatte ich jetzt wieder die Möglichkeit, in der Dunkelheit wen abzumurken. Tja, Dalu, du hast uns aber alle drei ausgesperrt gerade. Aber ich hab's nicht gemacht, das war Maxi. Du hast uns alle drei ausgesperrt gerade, du Schwein, ey. Kann man die eigentlich, ist das ein aktives Aussperren da nein, das, gewesen, nein, oder passiert das? Ist, wenn du Kontamination aufmachst, dann schließt die Tür nach 3 Sekunden okay. Und ich bin vorher rausgegangen. Ja. Toll, Dalu. Toll, Dalu. Super gemacht auf jeden Fall. Ich lasse Manöver. Also mit Nils und Kalle laufe ich jetzt zusammen gerne rum. Das Maxi, ist okay, aber Kalle allein vielleicht. Das ist ganz gefährlich. Maxi, wo warst du denn? Ja, aber Maxi ist es ja. Ich bin unten gewesen. Ich wollte gerade bei Admin reinrennen. Wo bist du denn unten gewesen? Contamination wollte ich gerade rein. Ich weiß nicht, wo das ist. Das da, ist, wo wenn die anderen drei sind. Peter, wo warst du? Ich war bei Weapons und dann bei Communications. Ich habe bei Weapons 2 Tasks gemacht. Der muss schießen, musste ich nur noch zu Ende machen. Muss ich nur einmal ballern. Und rechts daneben ist noch ein Task. Moment, und dann warst du jetzt ganz am Ende am Schießen? Nee. Das habe ich als erstes gemacht. Noch 20 und dann bin Tasks ich in Communications offen. Reingegangen. Also wir können ruhig noch eine Runde skippen, aber danach, denk dran. Ja, müssen hey, wir. Ich wollte jetzt. Dalu, wo warst jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich bin, als das Licht aus war, bin ich ein bisschen über die Map gerannt, um wen zu suchen. Dann habe ich mich an Weapons gestellt. Und ja, dann war vorbei. Aber dass du uns da gerade. Oh. Was ein Schwein, ey. Oh. Mega. Mega. Okay, Freunde, ja, ich habe hier gerade den Dalu gefunden und da steht noch ein Schild drauf. Ich war es, gezeichnet Maxi. Wo denn, Peter? Aber ich habe nicht Maxi draufgeschrieben. Ganz kurze Frage, ich wer war Mike eben links? Ich bin mir sehr sicher. Wer war eben mit Jay und mir links oben? Kurz vor ich habe die Lights gemacht. Und Peter war bei den Lichtern. Ich habe die Lights gemacht ich und bin auch bei den Lichtern. Ich kam als Viertes dazu von unten, von O2. Wie, Maxi, du bist auch bei den Lichtern? Also jetzt gerade. Also jetzt gerade. Was machst du denn bei den Lichtern? Ich wollte die wieder ausmachen. Die sind aus! Also an. Ach so, Moment. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann kann ich nicht verbauen. Wer ist denn der andere Bösewicht? Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich tippe also auf nach der Aussage würde ich jetzt als Peter schätzen, aber... Wenn Dalu nur der andere Kopf, Peter, wo liegt die Leiche? Stressig. Die liegt quasi da, wo wir spawnen, wenn du dann 1 Meter nach unten gehst oder so. Also das musste quasi danach passiert sein. Wir sind ja alle verschwunden. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ob Dalu da erst noch 3-mal um den Tisch gerannt ist mit Maxi. Keine Ahnung. Oder mit dem anderen. Ich weiß ja auch nicht, wer der Zweite ist. Irgendjemand kam mir noch gerade entgegen mit Nils zusammen. Ich habe diese Runde kein Blut an meinen Händen. Wer ist mit Dizzy gerade zusammengelaufen? Das war ich. Also ich bin dir entgegengekommen. Nils ist mit Dizzy zusammengelaufen. Genau, Nils ist mit Dizzy zusammen. Ich bin das gewesen und vor mir war Maxi. Ah ja. Ich bin vor Dizzy weggelaufen. Oder? Genau. Also wen voten wir jetzt? Ja, Maxi. Also Maxi ist der... Also wir müssen einen Maxi voten. Maxi hat ja das Licht Verdacht. Absichtlich ausgemacht. Nein, das war ein Witz. Ja, schön. Oh, hier bei Among Us macht man keine Scherze. Doch. Und ich würde sagen, der Zweite ist entweder Nils oder Peter tatsächlich. Dizzy sagt halt einfach nichts mehr. Wo ist die Gerät die ganze Zeit? Maxi ja, komm. Hat, Junge. Ist klar. Ich habe super viele Aufgaben noch. Das wird nix, Leute. Das wird nix. Wieso votet der mich? Aber Nils. Okay, dann wahrscheinlich Nils. Grow your Emotionsvote, Alter. Ja, das Ding ist halt, ich kann auch keine Doppelkills mehr machen. Das ist echt schwer. Das Ding ist, wir haben aber auch schon so viele Tasks. Das ist problematisch hier. Da kann ich nicht ansetzen. Das ist alles scheiße hier. Das ist alles scheiße, sage ich euch. Fuck. Das Ding ist halt, ich würde mich mit allem verdächtig machen, egal was ich jetzt tue. Das ist scheiße. Ich hätte mit Maxi in einer Runde nochmal 2 killen müssen. Dann wäre es gegangen. Was machen wir hier, Mann?
Was machen wir hier? Was machen wir hier? Aber einer ist doch noch übrig. Wer läuft denn jetzt alleine rum? Mike, oder? Hä? What the fuck? Was war das denn jetzt für ein Ende? Ja, Dizzy, du musst mir einmal mehr Mut zeigen. Hä, Dizzy, du warst so ewig mit mir alleine. Du bist gemutet. Ja. Ich weiß, dass ich gemutet bin. Das wäre aber zu obvious gewesen. Ja. Und Maxi, ich wollte in der Runde, als Maxi oben weggelaufen ist, wollte ich Mike töten und ich habe die falsche Taste gedrückt, Alter. Und dann wären wir fein raus gewesen, weil dann hätte Mike nicht Maxi verdächtigen können. Ja, jetzt bin ich der Schuldige, dass du es nicht schaffst, vier Leute noch zu killen, oder was? Nein, ich habe mir doch selber gerade die Schuld gegeben. Hör mir doch mal zu, ey. Nee, war Mike eigentlich nicht die ganze Zeit? Für mich war es halt verdächtig, als Maxi einfach so random gesagt hat, ja, Ray muss es sein, hat als einziger neben Maxi noch Dizzy mich gewotet. Deswegen war es dann für mich klar, dass es die beiden sein. Ich habe auch die ganze Zeit in der Aufnahme gesagt, Nils muss es eigentlich sein. Ich stand am Ende nur bei den Vitals, hab geguckt für einen Call, aber er hat nichts gemacht. Der erste Kill war übrigens erste Sahne an Sven. Der war schneller als schnell. Ja, ohne Scheiße. Ich gehe dann halt in die Tür rein, da liegt eine Leiche. Also, das Problem ist, wäre ich jetzt wieder weggegangen, dann hätten mich auch alle verdächtigt. Also ich scheißegal, was ich gemacht hätte, ich war verdächtig. Ja, du warst einfach verdächtig. Hätte es einmal niemand umgebracht. War eine echt lustige Folge, muss ich sagen. Ja doch, Dalu hast du ja. Vor allem Jay die ganze Zeit nur am Panik. Ja, ohne Scheiße, ich hab mega gepanikt. Du hast wieder nur umgeholt. Kalle läuft nicht. Ich wollte mich irgendwie anders bemerkbar machen. Super unangenehm halt. Einfach, ey, ich konnte gerne ihm vorbei. Er dreht einfach instant rum, obwohl er da halt herkam. Ich war super froh, als der Panic-Knopf gedrückt wurde. Ich muss aber sagen, das war von mir eine richtig gute Runde. Auch wenn ich nicht viel gesagt habe. Ich war eigentlich immer bei wichtigen Leuten. Und Dizzy hat sich nie getraut, mich zu töten. Nee, das wäre zu obvious gewesen. Also, das hat ja das auch. Also, nachdem dann ich die ganze Zeit mit Dizzy und Kalle rumgelaufen bin, dachte ich, oh ja, okay, die beiden sind cool halt so. Die machen, tun mir nichts. Hat er ja bewahrheitet. Double Kills sind so schwer zu machen, das ist echt nicht einfach. Also hätten wir jetzt in der einen Runde da noch einen Double Kill gemacht, wären wir halt durch gewesen. Aber ich hab halt, verkackt.